Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Auf jeden Fall, ich und Julius, wir sind nun zusammen. Ach, Melody, er ist so unglaublich verliebt in mich. Er hat zu mir gesagt, dass er gar nicht weiß, wieso er jemals mit dir zusammen war, weil du so hässlich warst im Vergleich zu mir. Oh, meine Cheerleader sind da. Vetofia, Vetofia, woo! Warte mal. Das warst du, oder? Damals, wo mich Julius betrogen hat, bist du absichtlich live gegangen, dass mich jeder weinen sieht. Du wolltest mich demütigen. Das war nicht aus Versehen. Du hast das alles von Anfang an geplant. Aber Sophia, wieso machst du das? Wir waren doch beste Freunde. Naja, ich war ja auch nur mit dir befreundet, weil du so viele Follower hattest. Aber jetzt will ich mal im Rampenlicht stehen. Ich meine, deinen Ex-Freund habe ich mir ja schon geangelt. Ich bin so verwirrt, Sophia, tu mir das nicht an. Ist das ein schlechter April-Scherz? Ist alles eine Lüge? Leute, komm schnell, was geht denn hier vor sich? Ich dachte, du bist meine Freundin, aber du hast mich die ganze Zeit belogen. Du bist einfach so ein Witz. Du sagst, dass ich dich belogen hätte. Du bist doch die größte Lügnerin. Ich weiß dein kleines Geheimnis. Ey Leute, kommt schnell, was geht denn hier vor sich? Hey, da seid ihr ja. Ich habe überall nach euch gesucht. Sag mal, Hannah, wusstest du von Sophias Plan? Steckt ihr beide unter einer Decke? Hä, beruhig dich doch, Melody. Was redest du? Ich check grad nur Bahnhof. Ah, da bist du ja endlich, Hannah. Ich glaube, du hast die Wahrheit auch verdient. Wusstet ihr eigentlich alle, dass Melody, eure ach so Lieblings-TikToker und Influencerin, eigentlich gar nicht so reich ist? Das Haus, was ihr immer in ihren TikToks gesehen habt, das gehört nicht mal ihr. Die Wahrheit ist, sie wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in einem Sozialbau und ihre Mutter ist eine Geringverdienerin. Sophia, was? Du wusstest die ganze Zeit davon, dass ich gelogen habe? Leute, also ist es wirklich wahr, was Sophia gesagt hat? Sie ist wirklich arm, sie hat uns alle verarscht. Sie ist eine Schwindlerin. Naja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich wusste es schon seit dem ersten Moment, wo wir uns kennengelernt haben. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich schauen wollte, wie lange du uns noch anlügen willst. Melody, wieso hast du wegen dem gelogen? Ich dachte, wir sind beste Freunde, aber beste Freunde belügen sich doch nicht. Ich bin gerade so verwirrt. Auf jeden Fall, Leute, bitte wählt mich als Ballkönigin. Außer ihr wollt wirklich eine Lügnerin wählen. Ich kann es nicht glauben. Wieso hat sie mich so angelogen? Social Media ist wirklich fake. Man kann heutzutage wirklich niemandem mehr vertrauen. Sie war meine Lieblings-TikTokerin. Auf Wiedersehen, ihr Loser. Aber Melody, ich verstehe nicht, wieso hast du uns angelogen? Es tut mir so leid, dass ich euch angelogen habe. Aber ich dachte, wenn ihr die Wahrheit wisst und wenn ihr wisst, dass ich kein Geld habe, dass ihr nicht mit mir befreundet sein wollt. Ach Melody, wir sind schon so lange befreundet. Du solltest mich doch kennen. Ich würde niemanden wegen dem Äußeren oder wegen dem Status beurteilen. Und ich wette mit dir, Matteo, geht es genau gleich wie mir. Ach, Hannah, du bist einfach die Allerbeste. Womit habe ich so eine gute Freundin wie dich verdient? Und mit Matteo ist es aus. Ich habe gestern einen riesigen Fehler gemacht und ich glaube nicht, dass er mich noch sehen will. Dass er dich nicht mehr sehen will? Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Hä? Aber was meinst du damit? Oh, Melody, da bist du ja endlich. Ich habe in der gesamten Schule nach dir gesucht. Oh, sorry, Hannah, unterbreche ich gerade euer Gespräch? Oh nein, nein, gar nicht. Ich wollte eh gerade gehen. Viel Glück, Melody. Oh, Matteo, was ist denn los? Es geht um gestern. Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne mit dir reden. Ja, aber sicher. Okay, dann komm mit mir mit. Danke, Melody, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wollte mit dir darüber reden, was gestern vor sich gefallen ist. Und es tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe. Ich war einfach so wütend. Nein, Matteo, du musst dich für nichts entschuldigen. Es war mein Fehler. Du hattest vollkommen recht. In so einer Situation, wie konnte ich nur an Instagram und TikTok denken? Ich hoffe, Pia geht es gut. Pia hat sich nach dem Vorfall gut erholt. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, als Wiedergutmachung hast du heute vielleicht nach der Schule Zeit. Ich würde sehr gerne für dich kochen. Was? Das wäre doch nicht nötig, aber zu essen sage ich nie nein. Dankeschön für die Einladung. Gar kein Problem. Oh Mann, kannst du es glauben? Der Direktor hat gerade verkündigt, dass man mich zum Ballkönig nominieren kann. Also ich frage mich, wer mich da überhaupt angemeldet hat. Es fühlt sich an wie ein schlechter Witz, als ob ich jemals gewinnen würde. Was?
Man kann dich jetzt zum Ballkönig nominieren? Ich frag mich, wer dich da überhaupt angemeldet hat. Ich meine, vielleicht hat jemand dich gesehen und dachte sich, boah, das schaut so gut aus nach dem Makeover. Er muss zum Ballkönig werden. Ich glaube, du hast eine gute Chance. Naja, anfangs war ich richtig schockiert, wo der Direktor meinen Namen gesagt hat. Aber dann habe ich deinen arroganten Ex gesehen und dachte mir, wieso nicht? Weil meine Teilnahme als Ballkönig wird ihn sicher wütend machen, weil er ist es ja nicht gewohnt, eine Konkurrenz zu haben. Aber was ziehe ich denn nur an? Was? Wirklich? Du willst teilnehmen? Oh, ich freue mich so für dich, Matteo. Und keine Sorge wegen dem Outfit. Ich kann dir heute nach dem Kochen helfen, okay? Ja, Melody, ich bin wirklich auf deine Hilfe angewiesen, weil du weißt ja, wie mein Outfit war, bevor ich dich kennengelernt habe. Ohne deine Hilfe würde ich mich sicher bei den Wahlen total blamieren. Ich meine, denkst du, ich habe überhaupt eine Chance? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ich meine, schau dich mal herum, wie dich alle anstarren. Die gesamte Schule ist voll in Aufruhr, weil du so gut ausschaust. Oh Mann, daran werde ich mich wohl nie gewöhnen können. Oh, sorry, Matteo, ich muss los, der Unterricht hat angefangen. Wir sehen uns dann später. Oh, ich freue mich schon so sehr. Leute, ist das etwa ein neuer Student? Ich habe den auch noch nie gesehen. Boah, der schaut aus wie ein Model. Also mir wurde gesagt, dass er ein neuer Austauschstudent ist und er ist ein K-Pop-Star. Oh, zum Glück, der Lehrer ist noch nicht da. Na, Melody, auf was wartest du? Komm, setz dich hin. Oh ja, sorry. Oh, wen haben wir denn da? Die Rotznase Melody ist eingetroffen. Melody, mein Ratschlag für dich, einfach nur ignorieren, okay? Oh Mann, ja, ich werde es versuchen. Schau, bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus. Ja, das ist eine gute Idee. Melody, du stehst. Genug geredet, Studenten, der Unterricht fängt an. Frau Lehrerin, darf ich bitte zur Schulärztin gehen? Ich fall gleich in Ohnmacht. Die Studentin vor mir hat sich, glaube ich, nicht die Zähne geputzt. Sie hat so schrecklichen Mundgeruch. Ew, ekelhaft. Oh, na, der hast du es gezeigt, Sophia. Genug geredet, Sophia. Mobbing in dieser Schule ist untersagt. Noch ein Wort und dann kommst du zum Nachsitzen. Hast du mich gehört? Ach, Spaßbremse. Ja, natürlich. Na, dann hätten wir das auch erledigt. Fangen wir mit dem Unterricht an. Frage Nummer 1. Was kam zuerst, das Ei oder der Hahn? Ich glaube, Sie meinen wohl, was kam zuerst, das Ei oder das Huhn? Weil ein Hahn kann doch keine Eier legen. Aber ich glaube, dass das Ei zuerst kam. Und was denkt der Rest der Klasse? Was kam denn zuerst? Broski, das weiß doch jedes Baby. Natürlich kam das Huhn zuerst. Weil wie sonst wurde das Ei gelegt? Und Toasties, was denkt ihr? Was kam zuerst? Schreibt es in den Kommentaren. Okay, Frage Nummer 2. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Was denkt ihr, Studenten? Oh, schon wieder so eine einfache Frage. Natürlich halb voll. Okay, okay, sehr schön. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Was zählen Schafe, wenn sie nicht schlafen können? Welcher Student weiß die Antwort? Ich weiß die Antwort. Wenn Schafe nicht schlafen können, dann gebe ich ihnen Red Bull zu trinken. Dann machen sie halt die ganze Nacht durch und zocken Roblox oder so. Oh Mann, der hat die Weisheit auch mit einem Löffel gefressen. Seit wann trinken Schafe Red Bull und zocken Roblox? Da hat die Melody aber recht. Julius, du musst besser im Unterricht aufpassen. Wenn es weiter so geht, dann musst du das Schuljahr wiederholen. Hast du mich verstanden? Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wer von euch spielt Tocobocca? Ich spiele Tocobocca. Oh, ich spiele auch Tocobocca und ich auch. Meine, wer spielt nicht Tocobocca gerne? Oh Gott, die zocken wirklich Tocobocca? Das ist doch nur für Babys. Oh Mann, war so klar, dass sie so einen Spruch bringen wird. Die hat doch keine Ahnung. Okay, und nun holt ihr eure Lernbücher raus, denn heute lernen wir etwas über die Geschichte der Döner-Kebabse. Seid ihr bereit? Oh, endlich ist der Unterricht fertig. Oh, Melody, du hast es aber heute eilig. Was sind denn deine Pläne für heute und wieso schaust du so glücklich aus? Rück raus. Naja, Matteo hat mich eingeladen zu sich nach Hause. Er wird für mich kochen. Ha, wusste ich's doch. Oh, ein romantisches Abendessen. Du musst mir dann sofort erzählen, wie es war. Ja, aber natürlich, du wirst die Erste sein, der ich's erzählen werde. Also, ich muss los. Oh, Matteo, du bist ja schon da. Sorry, musstest du lange auf mich warten? Ich hatte nämlich voll Bauchschmerzen und musste auf die Toilette einen Abseilen gehen. Deshalb musstest du so lange warten. Oh, Melody, das sind einfach zu viele Informationen. So viel will ich jetzt auch nicht wissen. Aber ich musste nicht so lange warten. Mein Unterricht ist jetzt erst fertig gewesen. Ich muss noch einkaufen gehen. Ich hoffe, dir macht es nichts aus, mit mir schnell mitzugehen. Oh, sorry, wo bleiben nur meine Manieren? Ja, natürlich können wir einkaufen gehen. Oh, ich habe jetzt schon so einen Kohldampf. Wo ist denn der Supermarkt? Ich wusste gar nicht, dass es hier überhaupt einen gibt. Lange musst du nicht mehr laufen. Der Supermarkt ist direkt hier um die Ecke. Sag mal, du warst hier noch nie? Nein, ich wusste nicht mal, dass es hier einen Supermarkt gibt. Aber der ist ja riesig. Oh, Matteo, sag mal, was willst du überhaupt kochen? Na, wenn ich es dir erzählen würde, dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Also ein bisschen musst du dich noch gedulden. Oh, aber ich bin so neugierig. Oh, Matteo, bitte vergiss nicht, ich bin Vegetarierin. Sorry, dass ich es erst jetzt sage. Ich hab's total vergessen. Oh, da hatte ich aber noch mal Glück, denn mein Gericht wird eh vegetarisch sein. Okay, was steht denn auf deiner Zutatenliste, was wir
noch kaufen müssen. Es ist eh schon hier. Ich brauche eine Packung Zucker. Und als nächstes brauche ich, wo ist es denn? Ah, genau, hier in dem Regal ist es. Japanische Panko-Brotkrumen. Die verleihen jedem Gericht einfach einen wunderbaren Geschmack. Ich glaube, die nächste Zutat finden wir hier. Wo ist es denn nur? Sag mal, Melody, siehst du zufällig irgendwo Tofu? Ich find's einfach nicht. Meinst du etwa das? Ich wusste gar nicht, dass du gerne Tofu isst, aber ich liebe es. Ja, natürlich esse ich gerne Tofu. Okay, jetzt brauchen wir nur noch die letzte Zutat. Ah, hier ist es schon. Eine Erdbeere für das Dessert. Also komm, lass uns zahlen gehen. Oh, sag mal, Matteo, wie viel Geld schulde ich dir denn? Keine Sorge, ich habe dich eingeladen. Natürlich wird das alles auf mich gehen. Danke, Matteo. Das war sehr lieb, dass du den Einkauf gezahlt hast. Gar kein Problem. Ich habe dich ja schlussendlich eingeladen. Oh, warte kurz, Melody. Gib mir die Einkaufstasche. Ich werde es für dich tragen, weil die Taschen sind sehr schwer. Oh, Matteo, ich wusste gar nicht, dass du so ein Gentleman bist. Das hat doch damit nichts zu tun. Das ist einfach nur Anstand. Sorry, dass wir den Hintereingang nehmen mussten. Ich glaube, meine Schwester hat den Schlüssel wieder stecken lassen. Okay, und jetzt noch schnell die Hintertür aufmachen. Oh, ist dein Papa etwa daheim? Und Pia auch? Weil du hast ja gesagt, sie hat den Schlüssel stecken lassen. Nein, mein Vater hat heute wahrscheinlich wieder eine Spätschicht. Und Pia sollte bei einer Freundin sein, aber sie vergisst halt immer den Schlüssel. Und das ist die Küche. Du kannst dich derweil hier hinsetzen und es dir gemütlich machen, während ich die Einkäufe auspacke. Tofu, Panko, okay, das sollte es auch schon sein. Dann fangen wir jetzt an mit dem Kochen. Bist du dir sicher, dass ich dir nicht helfen kann? Ich bin mir zu 100% sicher. Ich meine, du bist mein Gast, da kann ich dich doch nicht kochen lassen. Wobei ich muss sagen, so wie du mir zuschaust, werde ich ganz nervös. Ich hoffe, dass ich nichts verbrenne. Das war eines der Gerichte, die meine Mama immer für uns gekocht hat, natürlich bevor der Unfall passiert ist. Und weil unsere Familie dieses Gericht so geliebt hat, habe ich so lange probiert, bis ich es nachkochen konnte. Ich hoffe, es wird dir schmecken. Noch schnell in Öl ausfrittieren und fertig ist es schon. Oh, das riecht so unglaublich gut. Dankeschön, dass du mir dieses Gericht kochst. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ach, gar kein Ding. Und natürlich darf ein Dessert auch nicht fehlen. Ich hoffe, du magst Erdbeerkuchen. Ich brauche dafür noch ein bisschen Ahornsirup. Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen im Kühlschrank haben. Perfekt. Und schon ist es schön am Karamellisieren. Und jetzt füge ich noch die Erdbeeren hinzu und fertig sollte der Erdbeerkuchen sein. Wow, du bist so talentiert. Du musst mir mal zeigen, wie man so kocht. Okay, passt. Das nächste Mal werden wir dann gemeinsam kochen. Natürlich, nur wenn es dir schmeckt. Warte, ich hole noch schnell das Besteck für uns beide. Komm, lass uns in mein Zimmer gehen und es essen. Dann können wir nebenbei noch ein bisschen Fernsehen schauen, denn Toka Toast hat eine neue Episode rausgebracht. Was haltest du davon? Oh ja, ich liebe Toka Toast. So, und willkommen in meinem bescheidenen Reich. Oh, das ist also dein Zimmer. Boah, hast du viele Bücher? Ja, ich liebe Bücher. Sorry, falls du dir mein Zimmer anders vorgestellt hast. Aber ich mag mein Zimmer. Ich finde es voll gemütlich. Nein, sorry, wenn meine Reaktion falsch rübergekommen ist. Ich finde dein Zimmer auch toll. Oh, na dann bin ich aber erleichtert. Komm, setzen wir uns hin, bevor das Essen kalt wird. Ich kann es kaum abwarten. Mein Magen knurrt schon. Warte, ich schalte schnell meinen Fernseher ein. Sollen wir von Toka Toast die Feuer- und Eis-Story anschauen? Ja, voll. Ich liebe diese Story. Also, ich würde mir jetzt mal sagen, Mahlzeit. Oh, das war vorzüglich. Ich habe noch nie so was Leckeres probiert. Du musst mir unbedingt zeigen, wie man das backt, okay? Okay, passt. Das freut mich so sehr, dass es dir geschmeckt hat. Warte, dein Geschirr kannst du mir geben und ich werde das schnell abräumen gehen. Ich stell's jetzt einfach hier ab. Den Abwasch werde ich später machen, wenn du gegangen bist. Also komm, machen wir es uns gemütlich und schauen den Film an. Und danach müssen wir besprechen, was ich anziehen soll zu den Wahlen. Ja, voll, das ist eine sehr gute Idee. Aber irgendwie denke ich mir, egal was du anziehst, du wirst gut ausschauen. Schau mal, das ist meine Lieblingsstelle von dem Film. Ich habe Angst. Ach, du musst doch keine Angst haben. Ich bin für dich da. Oh, die Szene ist so spannend. Ich hoffe, sie kommen zusammen. Wieso klopft mein Herz so schnell? Oh nein, was habe ich nur getan? Oh, es tut mir so leid. Ich muss gehen. Hä, was war denn das? Ich dachte, sie hat auch Gefühle für mich. Aber wieso ist sie weggerannt? Vielleicht war sie angeekelt, dass ich sie geküsst habe. Aber ich dachte, sie empfindet das Gleiche für mich, wie ich für sie. Oh Mann, wieso bin ich weggerannt? Ich glaube, ich habe einfach Panik geschoben. Ich habe Angst, dass ich ihm sein Herz breche, wenn er von der Wette erfährt. Oh nein. Oh, ich muss ihm einfach die Wahrheit sagen. Was sind denn das für Briefe? Oh nein. Das sind ja tausend Rechnungen. Und ich kann sie alle nicht bezahlen, weil ich keinen Sponsor mehr habe. Ich kann es ihm nicht sagen. Ich bin so angewiesen darauf, die Wette zu gewinnen. Was habe ich mir da nur eingebrockt? Welch ein Schlamassel.
Was soll ich nur tun? Ich würde ihm so gern die Wahrheit sagen, aber... Aber meine beiden Hände sind gefesselt und ich kann ihm die Wahrheit nicht sagen. Weil wenn ich ihm die Wahrheit sage, dann verliere ich die Wette. Und das ist meine einzige Möglichkeit, alle Rechnungen zu bezahlen und die Universität auch. Aber was ist, wenn ich die Wette heimlich gewinne und er die Wahrheit niemals erfährt? Was sagt ihr dazu, Toasties? Mein Vater hatte damals immer zu mir gesagt, wenn du eine Person liebst, dann solltest du sie nicht belügen. Aber in meiner Situation habe ich einfach keine andere Wahl. Hallo Toasties, Lilly von Talker Toast hier. Ich hoffe, euch hat die Episode gut gefallen und ihr wisst doch jetzt alle, was kommt. Und zwar möchte ich unsere Superfans grüßen. Ganz liebe Grüße an Severine, Cindy, Nayla, Ru, Serbia, Sebastian, Kelly, Dana und Aoi. Der nächste Shoutout geht an die liebe It's Roblox. Dankeschön, dass du Kanalmitglied geworden bist und unseren Kanal abonniert hast. Und danke dir, Kerstin, dass du dem Video einen Daumen nach oben gegeben hast. Die liebe Toka Mursal hat nächste Woche Geburtstag, also frühzeitigen alles Gute zum Geburtstag von uns. Der letzte Gruß geht an die liebe Emily. Dankeschön für deinen lieben Kommentar und dass du Toka Toast Lilly auch abonniert hast. Und ich weiß nicht, ob ihr es bereits schon wisst, aber ich habe einen zweiten Kanal und zwar heißt er Toka Toast Lilly. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Hab euch lieb. Tschüss Toasties. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.